Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michaela Kolster. Immerhin wissen wir inzwischen, dass es Koalitionsverhandlungen geben wird zwischen Schwarz und Rot. Und das einen Monat nach der Wahl. Vor 4 Jahren war da der Koalitionsvertrag zwischen Schwarz-Gelb bereits unterschrieben. Es muss dem Land schon ziemlich gut gehen, wenn es sich die Zeit nimmt, einerseits die Häutung der Sozialdemokraten in allen Facetten zu beobachten und andererseits die besorgt in der Ecke stehende CDU-CSU mit ihren Lockangeboten zu dulden. Nach dieser Zeit des Wartens erwarten wir aber auch nun was. Denn immerhin wird diese Koalition die zweitmächtigste, die jemals im Bundestag vertreten war. Und es stehen große Themen an. Deutschland muss sich auch, wenn es uns zurzeit sehr gut geht, fit machen für die Zukunft. Europa muss wieder handlungsfähig werden. Die Infrastruktur muss dringend erneuert werden. Geld für die Bildung muss her und vieles mehr. Gleichzeitig gibt es eine Schuldenbremse. Damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Und wie eine große Koalition hier und da aussehen kann, das möchte ich heute Abend diskutieren. Zum einen mit Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion zum Thema Wirtschaft und Arbeit. Und Michael Fuchs, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag und zuständig vor allen Dingen für das Thema Wirtschaft. Herr Heil, auch wenn das Wahlergebnis nicht so war, fange ich trotzdem ausnahmsweise bei Ihnen an. Herr Heil, nach dem Konvent hat denn Sigmar Gabriel jetzt den Rücken richtig frei für die Koalitionsverhandlungen? Ja, wir gehen jetzt gemeinsam in Koalitionsverhandlungen. Und wenn ich Ihrer charmanten Eingangsmoderation an einem Punkt widersprechen darf, vielleicht war es ja nicht so gut, dass Schwarz und Gelb sich sofort zusammengefunden haben, sondern wenn man miteinander darüber redet, ob man eine stabile Regierung bilden will, dann muss man natürlich gründlich diskutieren, das muss ja 4 Jahre tragen, ob die Inhalte auch stimmen. Und soweit sind wir noch nicht. Wir nehmen jetzt Verhandlungen miteinander auf. Wir haben heftige Unterschiede, es werden harte Verhandlungen. Aber ich sage nochmal, da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung, aber wir sollten nicht sozusagen husch-husch irgendwelche Formelkompromisse machen, sondern wir müssen sorgfältig diskutieren, was das Land braucht, auch an Veränderungen. Sie haben ja einige Themen angesprochen. Da noch mal kurz die Nachfrage, warum war es denn so schwierig oder ist es so schwierig für die SPD? Ist auch gar keine Frage. Das ist ein schwieriges Wahlergebnis für alle, auch für meine Partei. Wir haben ein Wahlergebnis, das wir uns nicht gewünscht haben, auch eine Konstellation, die wir uns nicht gewünscht haben. Mit der muss man umgehen. Und wenn man dann glaubwürdig bleiben will, gegenüber sich selbst, aber auch seinen Mitgliedern und seinen Wählerinnen und Wählern, dann muss man Inhalte nach vorne stellen. Das tut die SPD und das ist auch richtig. Dass es uns nicht darum geht, in irgendwelche Sessel zu kommen, sondern dafür zu sorgen, dass von dem, was wir vor der Wahl vertreten haben, möglichst viel in einer Koalition sich auch wiederfindet. Das wird nicht zu 100% der Fall sein, das ist ganz klar, das ist das Wesen von Koalitionen. Aber ich glaube, in zentralen Bereichen, das haben wir gestern auf dem Konvent deutlich gemacht, erwarten wir nicht eine Fortsetzung der Politik, wie sie ist. Das betrifft die Frage der gerechten Ordnung am Arbeitsmarkt, einer anständigen Lohn- und Gehaltsentwicklung. Da ist der Mindestlohn nur ein Thema. Das betrifft das Thema Rente und Pflege beispielsweise. Also soziale Sicherheit, auch die arbeitenden Menschen in der Pflege. Das betrifft aber auch Zukunftsinvestitionen in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur. Deutschland ist ein starkes Land, aber wir leben in vielen Bereichen von der Substanz. Und deshalb haben wir diese Themen nach vorne gestellt. Zu den Themen kommen wir später noch. Herr Fuchs, die SPD hat zwar etwas gebraucht, um jetzt auch zu sagen, wir machen die Koalitionsverhandlungen. Aber Sie sehen sich ja doch einer sehr selbstbewussten SPD gegenüber. Wie schwierig wird das denn für die Kanzlerin? Ach, ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Die Kanzlerin, die hat das bis jetzt zweimal gut hinbekommen, die wird es auch ein drittes Mal hinbekommen. Wir haben ja schon mal Erfahrung mit einer großen Koalition. Vor 4 Jahren hat die erste große Koalition geendet, jetzt beginnt die nächste. Und ich glaube, das ist nur mal dem Wahlergebnis so geschuldet. Das war nicht unsere Wunschkonstellation, das ist genau das Gleiche gewesen wie bei den Kollegen von der SPD. Aber wir haben vom Wähler den Auftrag bekommen, eine stabile Regierung für Deutschland hinzubekommen. Dieser Aufgabe stellen wir uns. Wir müssen Lösungen finden für viele, viele Dinge. Ich bin mit vielen Punkten, die Herr Heil angesprochen hat, einig. Die stehen auch bei uns im Wahlprogramm drin. In ähnlicher Weise, wie wir das nachher organisieren, das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe in den Verhandlungen, das hinzubekommen. Es wird eine schwierige Zeit werden, aber es ist auch vollkommen richtig, dass wir nicht so schnell verhandeln sollten, sondern jetzt wirklich uns Zeit nehmen, die Dinge abzuarbeiten. Das war nebenbei in meinen Augen einer der großen Fehler der letzten Koalition mit der FDP. Wir haben viel zu schnell gemacht damals. Es waren viel zu viele Dinge noch offen. Fragen waren nicht endgültig entschieden. Und das hat nachher in der Folge Schwierigkeiten gegeben. Das wollen wir jetzt nicht noch mal falsch machen.
Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, dann ist es ja so, dass die meisten Menschen sich die Große Koalition auch wünschen. Kann man daraus schließen, dass jetzt das zusammenkommt, was auch zusammengehört? Na, das geht ein bisschen zu weit. Also wir müssen eine Große Koalition bilden, weil es überhaupt keine andere Alternative gibt. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es eine ganze Reihe von Themen gibt, die wir in der Großen Koalition besser lösen können als in jeder anderen Konstellation. Nehmen wir mal das ganze Thema Föderalismus. Da ist Reformbedarf, da ist großer Reformbedarf. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, in der Großen Koalition das hinzubekommen. Das haben wir ja nebenbei mit der Föderalismusreform in der letzten Legislaturperiode, als wir zusammen waren, schon mal bewiesen, dass es geht, auch in der Großen Koalition. Dafür brauchen Sie große Mehrheiten. Anders ist das nicht zu regeln. Dafür brauchen Sie auch in den Landesvertretungen bzw. in den Ländern jemand, der das mit umsetzen kann, denn das muss ja in aller Regel dann auch im Grundgesetz Veränderungen geben. Das könnte so ein Thema sein, was wir in der Großen Koalition angehen. Das ist auch die Finanzierung der Länder. Es wird diese, es gibt den Prozess, den Hessen und Bayern angestrengt haben zum Länderfinanzausgleich. Ja, warten wir ab, was da rauskommt. Da werden ja irgendwie, wird das Bundesverfassungsgericht uns irgendwelche Hausaufgaben geben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das mit den Kollegen von der SPD eher hinbekommen als in jeder anderen kleinen Form. Heil, ist die Große Koalition nicht doch irgendwo mehr eine Notlösung und letztendlich auch das Brechen von Wahlversprechen? Denn man hat ja gerade während des Wahlkampfs eine Große Koalition immer eine große Absage erteilt. Wir haben Wahlergebnisse, mit denen man umgehen muss. Aber nochmal, es ist noch nicht ausgemacht, dass am Ende von Verhandlungen, ich sage das ganz deutlich, tatsächlich diese Koalition auch steht. Es kommt auf diese Verhandlung an. Wir haben uns entschlossen, nach den Sondierungen Verhandlungen aufzunehmen, weil wir, das heißt unsere Führung, den Eindruck hatte, dass in bestimmten Bereichen Bewegungskorridore hin zu unseren Inhalten sind. Das gibt uns die Gelegenheit zu diesen Gesprächen. Aber es kommt darauf an, dass man am Ende das Gesamtpaket hat. Und da will ich keinen Hehl draus machen, gibt es in meiner Partei durchgehend eine breite Skepsis, ob das eine gute Idee ist, eine große Koalition zu gehen. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Nicht nur, weil das nicht das war, was wir angestrebt haben, sondern weil der Normalfall in der Demokratie das nicht sein sollte. Das gab es schon mal, zweimal in der deutschen Geschichte. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass die politischen Ränder immer stärker werden, dass übrigens auch die Kontrollrechte der Opposition, die, wenn es diese große Koalition gäbe, tatsächlich gestärkt werden müssten, berücksichtigt werden. Das ist ja quasi schon beschlossen. Das müssen wir tatsächlich noch abarbeiten miteinander. Und wir müssen auch darauf achten, dass eine große Koalition, wie gesagt, so ist, dass man Größeres bewegt, sonst macht sie keinen Sinn. Das ist nicht automatisch so. Die letzte große Koalition hat am Ende Großes bewegt, als wir gemeinsam uns gegen die Folgen der Finanzkrise gesperrt haben. Die Schuldenbremse. Das war ein Glücksfall. Aber ich kann mich auch noch dunkel erinnern, dass wir uns in vielen Bereichen Gesundheitspolitik da beispielsweise am Anfang furchtbar verhakt haben. Deshalb ist es vernünftig, jetzt zu diskutieren, ob es Inhalte gibt, die tragen. Und deshalb nochmal für Sozialdemokraten ist es wichtig, dass unsere Überzeugung, nämlich den Lebensalltag von Menschen zu verbessern, von Krankenschwestern, von Pflegepersonal, von Menschen, die heute Leih- und Zeitarbeitnehmer sind und tatsächlich mies bezahlt werden, dass wir einen Beitrag leisten, dass deren Lebenssituation besser werden, dass wir in Bildung investieren, dass nicht Geldbeutel von Papa und Mama entscheidet über Bildungschancen, dass wir dieses Land handlungsfähig halten. Und da sage ich, bei allen Schwierigkeiten könnte eine Zusammenarbeit eine große Chance sein, dass wir zum Beispiel die Energiewende, die im Moment von Schwarz-Gelb gegen die Wand gefahren wurde, tatsächlich wieder auf eine vernünftige Ebene bringen, dass wir den Ausstieg aus der Atomkraft schaffen, aber eben auch den vernünftigen Umstieg zu erneuerbaren und zu einer bezahlbaren und versorgungssicheren Energieversorgung. Das sind große Aufgaben, die vor uns stehen. Da ist noch viel Arbeit und deshalb kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob am Ende eine große Koalition entscheidet. Und wir haben uns entschlossen, dass bei uns das nicht per Order de Mufti von oben geht, sondern dass bei uns am Ende die Mitglieder demokratisch entscheiden werden, ob sie der Meinung sind, dass wir diesen Weg gehen sollten. Herr Fuchs, so eine Kompromisskoalition, wie sehen das dann bei Ihnen das die Stammwähler und vor allen Dingen die eher Konservativen? Die gehen ja nicht gerade mit einem wirklich lächelnden Gesicht in so eine Koalition. Ich glaube, da sitzen wir in der gleichen Situation. Natürlich gibt es bei uns eine ganze Reihe von Mitgliedern, auch Parteimitgliedern, die sich alles mögliche andere gewünscht haben. Aber es ist nun mal nicht so gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Und Politik ist kein Wunschkonzert, Politik ist Betrachten der Realitäten. Und die Realität ist nun mal so, dass wir ein sehr, sehr starkes Wahlergebnis haben. Kann man ja nicht anders sagen. Wir haben gerade mal 5 weniger als die absolute Mehrheit. Und nun müssen wir trotzdem mit diesem Wahlergebnis umgehen. Und es gibt unseren Koalitionspartner FDP nicht mehr. Das hat der Wähler so entschieden. Mit dieser Realität sind wir verpflichtet klarzukommen. Und deswegen haben wir sowohl den Grünen als auch der SPD
Gespräche angeboten, die dazu geführt haben, dass wir jetzt versuchen, einen vernünftigen Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Da muss berücksichtigt werden, dass wir nun mal doch mit weitem Abstand der Wahlgewinner sind und die stärkste Partei. Aber wir wissen natürlich auch, dass Koalitionsverhandlungen grundsätzlich Kompromissverhandlungen sind. Das war ja in allen Verhandlungen so. Da muss jeder etwas geben und der andere muss etwas zurückhaltend sein. Das wird mit Sicherheit in vielen Themen so sein. Das werden wir gemeinsam hinbekommen müssen, aber der Wähler hat uns den Auftrag gegeben. Was ist denn die Alternative? Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das nicht an. Ja, die Alternative ist Neuwahlen und sonst gar nichts. Und das können wir dem Wähler nicht zumuten, denn das ist unsere, ich sag mal, staatspolitische Verantwortung, aus dem Wahlergebnis eine vernünftige Koalition zu bilden. Und ich glaube, man würde es uns übel nehmen, wenn wir das nicht hinbekommen würden und sagen, so, pass auf, das hat uns nicht gefallen, wir wählen jetzt neu und wir wählen so lange, bis ihr uns irgendwas wählt, was uns passt. Das kann es nicht sein. Das ist unsere Aufgabe, das ist auch Demokratie. Noch eine kurze Nachfrage. Die SPD hat da ja noch eine Hürde eingebaut, nämlich mit dem Mitgliederbescheid entscheidet. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass ein Koalitionsvertrag dann tatsächlich durchgeht? Das muss der besser beantworten können als ich. Naja, aber die CDU guckt dann natürlich auch drauf. Verstanden. Ich sage Ihnen, ich habe es nicht verstanden, denn wir leben ja nun mal in einer repräsentativen Demokratie. Ich bin von meinen Wählern in meinem Wahlkreis direkt gewählt worden, habe ein Bombenergebnis. Ich fühle mich jetzt auch autorisiert, für meine Wähler hier in Berlin zu entscheiden. Und wenn ich der Meinung bin, der Koalitionsvertrag ist tragfähig, dann muss ich jetzt meine Mitglieder nicht mehr fragen, weil sie mich eben beauftragt haben, diese Entscheidung in Berlin zu treffen. Das überlassen Sie mal schön uns. Und das ist nun mal, die SPD sieht das anders, die will die Wähler fragen. Ich sehe es nicht so, ich habe es auch nicht verstanden, warum sie es so machen. Das kann ich Ihnen sagen. Aber da gehe ich von aus. Wie groß ist Ihre Sorge denn? Ich kann Ihnen jetzt nicht die Antwort geben, ob die SPD in der Lage ist, einen ausgehandelten Vertrag, der ja dann von den Spitzen der SPD ausgehandelt ist. Die Frage war ja auch, wie groß Ihre Sorge ist. Das würde ja bedeuten, dass ich besser in die SPD reingucken kann als der Herr Heil. Das will ich nicht sagen. Also ich finde es erstmal wichtig, dass alle Parteien sich mal darüber Gedanken machen, dass wir auch uns demokratisch erneuern müssen, dass man auch in der Partei mehr Demokratie wagen kann. Ich glaube, dass das, was wir machen, übrigens langfristig Maßstäbe setzen wird. Der zweite Grund, um es Ihnen deutlich zu sagen, wir sind gewählte Abgeordnete, wir haben unsere Verpflichtungen hier, aber Koalitionsverträge sind nicht Verträge zwischen Abgeordneten, sondern zwischen Parteien. Und deshalb legitimieren Parteien Koalitionsverträge. Sie machen das mit einer sehr dünnen Basis, also über Vorstandsbeschlüsse oder möglicherweise über Parteitage, all das kann man ja machen. Wir haben uns entschieden zu sagen, in der besonderen Situation ist es wichtig, dass da nicht nur irgendwelche in Berlin Ergebnisse bewerten, sondern dass die demokratischen Strukturen wir nutzen, dass nicht nur ein Parteitag, sondern Mitglieder entscheiden. Ich finde das innerparteiliche Demokratie, und das steht meiner Partei nicht nur frei, sondern einfach gut an. Das Zweite ist, ich sage, das hat natürlich mit der besonderen Situation zu tun. Wissen Sie, die Skepsis, das muss Sie nicht bewegen, in meiner Partei kommt natürlich daher, weil viele ein Gefühl haben, in der letzten großen Koalition haben wir ordentliche Arbeit geleistet. Am Ende sind wir dramatisch abgestürzt. Ich bin nicht der Meinung, dass das daran lag, dass wir in der großen Koalition waren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Frau Merkel uns gegen die Wand regiert hat. Es gibt so Mythen. Sondern ich glaube, das liegt an Fehlern, die wir selbst gemacht haben. Ja, dann müssen Sie ja selbst gewaltig gestiegen sein. Ist aber nicht der Fall. Ich streite ja nicht mit Ihnen darüber. Ich will versuchen zu erklären, was das Gefühl meiner Partei ist. Und die Sendung ist ja auch dazu da, ein bisschen zu beleuchten, wie das funktioniert. Das Gefühl vieler meiner Partei war, wir haben hart gearbeitet in den letzten Jahren. Wir haben starke Minister gehabt in der Großen Koalition. Am Ende sind wir ziemlich abgestürzt. Ich glaube, dass das eher mit innerparteilichen Dingen zu tun hatte, mit Auseinandersetzungen um die Reformpolitik, Agenda 2010. Wir haben 3,5 verschiedene Parteivorsitzende gehabt. Also das mag auch einen Beitrag geleistet haben. Und Sie haben recht, die vierer Opposition haben uns nicht so wahnsinnig viel weitergebracht. Also ich meine, wenn das heißt, stimmen würde, müssten Sie ja weit höher gekommen sein als 2,5%. Ich will nur erklären, was sozusagen auch meine Mitglieder bewegt. Die sind der Meinung, und deshalb sind wir Sozialdemokraten, dass dieses Land eine starke Sozialdemokratie braucht, damit es eine gute Zukunft hat. Und die SPD ist ja stark in den Ländern. Da sind wir stärker als die CDU. Wir sind stark in vielen großen Städten. Wir sind schwach auf Bundesebene. Und das Gefühl vieler Mitglieder meiner Partei ist, lasst euch nicht unterbuttern in einer solchen Konstellation. Deshalb ist es richtig zu sagen, eine Frage von Glaubwürdigkeit ist, vor der Wahl Inhalte zu vertreten. Wir wissen, dass wenn man nicht eine absolute Mehrheit hat, die man nicht 100% durchsetzen kann. Aber wir wollen jetzt in den Verhandlungen sehen, wie viel wir davon durchsetzen können. Am Ende werden wir das bewerten. Und da sage ich Ihnen, da gehen selbstbewusste Sozialdemokraten ans Werk. Wir haben inhaltliche Konzepte in den Bereichen. Wir haben Grundvorstellungen, die hat der Parteikonvent gestern benannt. Grundforderungen, die wir an das Zustandekommen einer großen Koalition haben. Denn von der SPD können Sie eins nicht erwarten, Herr Fuchs, dass wir ein Stützrad sind zur Fortsetzung von schwarz-gelber Politik der letzten 4 Jahre. Sondern es geht dann um die Frage, dass Partner ihre Vorstellungen einbringen und dass wir in den Bereichen, in denen das Land braucht, auch einen Politikwechsel bekommen. Aber da nochmal die Nachfrage, wie sicher sind Sie sich denn, dass das auch wirklich durchgeht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Verhandlungen laufen. Ob das, was die Union in Sondierung angedeutet hat, in zentralen Bereichen tatsächlich dazu führt, dass wir Bewegungen kommen. Also ist die Union für einen gesetzlichen Mindestlohn bereit, wie das signalisiert wurde? Was versteht die Union darunter? Wie kommen wir im Bereich der Investitionen bei Bildung, Forschung und Infrastruktur, bei Stärkung der Kommunen voran, ohne dass wir das auf Pump machen? Da muss die Union auch Finanzierungsvorschläge machen. Wie ist das mit der Infrastruktur im Lande? Was können wir bei Pflege und Gesundheit bewerten? Wie ist das mit der inneren Liberalität in der Frage zum Beispiel von doppelter Staatsangehörigkeit? All das sind wichtige Punkte. Und die werden wir jetzt nicht nur auf der Überschriftenebene diskutieren, sondern ganz konkret anhand der Konzepte. Und dann werden wir für uns bewerten, ob wir unseren Mitgliedern empfehlen können, einem Koalitionsvertrag, einen ausgehandelten, zuzustimmen. Und dann werden die Mitglieder entscheiden. Und das heißt viel Arbeit in den Verhandlungen, das heißt auch intensive Debatten in der Partei. Und ich glaube, dass es aber am Ende des Tages für eine Demokratie ganz gut ist, dass wir, wie gesagt, nicht einfach per UKAS das machen, sondern dass wir von Überzeugungen geleitet sind und dass wir am Ende des Tages uns in diesem demokratischen Votum auch stellen werden. Dann schauen wir doch mal ein bisschen auf die Inhalte, Herr Fuchs. Herr Heil hat eben schon davon gesprochen, Mindestlohn. Er hat auch gleichzeitig gesagt, dass die SPD sehr selbstbewusst daran geht und natürlich schon ein Ergebnis haben will, damit der Mitgliederentscheid entsprechend... Wir machen das nicht allein eines Mitgliederentscheids wegen, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Land und die Menschen, die arbeiten, von der Arbeit leben können. Ob sie es glauben oder nicht, Politiker sind manchmal für Überzeugung im Parlament, nicht nur für innerparteiliche Legitimation. Also eine selbstbewusste SPD, die in diese Verhandlung geht, das lassen Sie aber stehen. Das Stichwort Mindestlohn. Die SPD fordert einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Sie waren immer ein vehementer Bekämpfer des Mindestlohns. Wie kommen Sie denn da zusammen? Ja gut, ich meine, auch das ist eine Frage von Koalitionsverhandlungen. Es ist ja nicht so, dass der eine sagt, ich will das und das muss 100% so umgesetzt werden, wie ich das will. Wenn man so in Verhandlungen reingeht, dann kann man es gleich von vornherein sein lassen. Das heißt, wir werden da uns annähern müssen. Ich habe zum Beispiel Vorstellungen, dass ich gerne diejenigen dabei hätte bei der Findung dieses Lohns, bei der Lohnfindung, die es sowieso machen, nämlich die Tarifträger, also sprich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Die haben über 60 Jahre in Deutschland Tarifautonomie gelebt und das vernünftig gemacht. Das bestätigt denen jeder Politiker in der Sonntagsrede. Ja, wenn das so ist, warum sollen die nicht an der Lohnfindung teilnehmen? Wenn die mir nun sagen, die 8,50 Euro gehen, dann habe ich nichts dagegen. Wenn die mir aber sagen, die 8,50 Euro gehen nicht, weil es Arbeitsplätze kostet, dann müssen wir dem Rechnung tragen. Denn ich möchte nicht die Gewerkschaften schwächen und auch die Arbeitgeberverbände nicht. Im Gegenteil, mir wäre es lieber, wir würden es schaffen, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände uns einen Vorschlag machen, dann gibt es technische Möglichkeiten noch und noch, diesen von Gewerkschaft und Arbeitgebern gefundenen Mindestlohn allgemein verbindlich zu erklären und ihn dann auch noch ins Entsendegesetz aufzunehmen. Damit wäre er flächendeckend in Deutschland umgesetzt. Aber nicht auf Vorschlag der Politik. Denn ich sage Ihnen, also ich habe selber 16 Jahre Tarife gemacht. Ich habe mich immer unheimlich geärgert, wenn Politiker sich in meine Tarifverhandlungen eingemischt haben, weil die sich nämlich nicht so gut auskennen im deutschen Groß- und Außenhandel wie ich. Ich habe selber einen Großhandelsbetrieb geleitet über viele, viele Jahre und weiß, was ich bezahlen kann, weiß auch, was ich machen kann, weiß auch, was läuft. Und die Gewerkschaften, mit denen habe ich am Ende des Tages immer einen Kompromiss gefunden. Und zwar einen vernünftigen, der nicht Arbeitsplätze gekostet hat, sondern Arbeitsplätze schafft. Und das ist auch ein Stück weit Tarifautonomie und die würde ich gerne weitestgehend erhalten und will die Politik da möglichst raushalten. Nun haben Sie ja auch Ihr Ohr an der Wirtschaft und am Mittelstand. Wie sind denn die Signale aus diesen Bereichen? Also ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenziert betrachten. Im Westen, in vielen Teilen Deutschlands, ist der Mindestlohn von 8,50 Euro nicht das große Problem. In den meisten Tarifverträgen haben Sie deutlich höhere Tarife, selbst liberal, das muss ich Ihnen sagen, in der Zeitarbeit ist mittlerweile der Mindestlohn deutlich höher als 8,50 Euro. Die haben ja mittlerweile gerade wieder einen neuen Tarifvertrag gemacht und die steigen ein mit 9,25 oder 28. Aber wir haben natürlich auch Teile in Deutschland, die nicht die 8,50 Euro zahlen können. Ich habe jede Menge Mails und Briefe bekommen aus den neuen Bundesländern, wo mir Unternehmer sagen, wenn ich das bezahlen muss, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Da schreibt mir auch einer, ich habe bei uns auch ganz andere Lebenshaltungskosten, also das ist auf dem Land in den neuen Bundesländern im Betrieb, und diese Lebenshaltungskosten muss man ja wohl auch berücksichtigen können. Es ist natürlich so, dass es auf dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern andere Kostensituationen, Strukturen gibt, als in München, in Stuttgart, in Düsseldorf.
oder in meiner Heimatstadt Koblenz. Also das muss man sehen, muss man berücksichtigen. Das haben die Tarifträgerverbände ja auch früher immer gemacht. Die haben ja regionale Tarife gemacht und in diesen regionalen Tarifen auch der wirtschaftlichen Situation der Regionen Rechnung getragen. Ich weiß, dass wir im großen Außenhandel, zu meiner Zeit, das ist jetzt nun auch alles schon ewige Zeit her, aber damals hatten wir 18 verschiedene Tarifverträge in Deutschland, die regional unterschiedlich waren und auch durchaus nicht nur marginal in den Abschlüssen unterschiedlich waren. Das muss man berücksichtigen. Das war damals die Tarifautonomie der Gewerkschaften. Das hat auch Sinn gemacht. Herr Heil, inwiefern macht es Sinn, wirklich einen flächendeckenden Mindestlohn überall gleich? Herr Fuchs hat es ja gerade gesagt, also auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern ist der Quadratmeterpreis für die Mieten sicherlich geringer als in Stuttgart oder München. Warum soll er gleich sein? Ja, also erst einmal haben wir ungefähr 20% der Beschäftigten in Deutschland, im Osten wie gesagt signifikant mehr, die weniger als 8,50 Euro die Stunde verdienen. Das hat übrigens eins zur Folge, dass die Menschen, die da Vollzeit arbeiten, sich ergänzendes Arbeitslosengeld 2 vom Amt abholen müssen. Lieber Herr, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Sie haben jetzt gerade ganz schön lange erzählt. Sie können gleich eine Zwischenfrage stellen. Ich will gerne meine Argumentation für den Mindestlohn, auch für die Zahl 8,50 Euro, deutlich machen. Die ist nämlich nicht gewürfelt, sondern sie ist tatsächlich das, was jemand zumindest als Alleinstehender die Stunde verdienen müsste, um über die Runden zu kommen und sich nicht noch Geld vom Amt abholen zu müssen. Dass wir mit immer mehr Steuergeld Lohndrückerei subventionieren, hat mit sozialer Marktwirtschaft relativ wenig zu tun. Das ist eine Frage von Leistungsgerechtigkeit, übrigens aber auch von Binnennachfrage in diesem Land. Zweites Argument, das ich nennen möchte, ist folgendes. Ein Element einer neuen Ordnung am Arbeitsmarkt, Herr Fuchs. Und bei Zeit- und Leiharbeit haben wir in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zwar einen Mindestlohn durchgesetzt, einen tarifvertraglichen, aber der reicht nicht. Wir brauchen den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit, um den Missbrauch von Zeit- und Leiharbeit zurückzudrängen. Ich betone den Missbrauch. Leiharbeit war mal gemeint, um Auftragsspitzen von Unternehmen abzudecken. Aber es ist in vielen Bereichen gebraucht worden zur Lohndrückerei. Und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb nochmal, das ist ein Argument. Wir haben beim gesetzlichen Mindestlohn im Übrigen eine Situation, dass bei mir übrigens auch immer mehr Arbeitgeber sagen, macht endlich einen Mindestlohn. Wir wollen unsere Leute anständig bezahlen. Wir halten aber Dumpingkonkurrenz nach unten nicht aus. Und da werden bestimmte Märchen erzählt. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel. Ich war mit einem Ihrer, ich glaube, Vorgänger oder damals war wirtschaftspolitischer Sprecher, auch in einer Talkshow, das war Laurenz Mayer, der mir erzählte, Herr Heil, wenn wir den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland einführen, dann gehen die ganzen Arbeitsplätze nach China. Da habe ich gesagt, also in der Industrie reden wir bei Volkswagen nicht über die Notwendigkeit von gesetzlichen Mindestlohn. Die Zahlen, Gott sei Dank, im internationalen Wettbewerb stehen. Ich habe auch nicht gemacht. Was anderes. Da habe ich ihm gesagt, wenn die Friseurin in Thüringen also ein bisschen mehr verdient, dann gehen die Leute doch nicht zum Haareschneiden nach Peking. Ich habe dann aber festgestellt, mit Blick auf seine Frisur, dass er keine engere Beziehung zu dem Thema hatte. Scherzhaft gesagt, es geht um regionale Wertschöpfung an diesem Punkt. Es geht um Konkurrenz. Und deshalb sage ich Ihnen, fairer Wettbewerb ist auch ein Argument. Es wird keine Koalition geben, wo wir dann einen faulen Kompromiss machen. Das muss die Union wissen, das haben wir in der Sondierung auch deutlich gemacht. Wir wollen einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn. Und dann sage ich Ihnen, hat Tarifvertragshoheit Vorrang, insofern, dass der Normalfall für Lohnfindungsprozesse nach wie vor die Vereinbarung von Sozialpartnern sind. Und ich kann mir auch in den Gewerkschaften nichts mehr tun. Nein, ich sage Ihnen mal, der Grund, warum wir alle miteinander vor 10, 15 Jahren nicht für Mindestlöhne waren, auch die Gewerkschaften nicht, war, dass es früher funktioniert hat. Aber in vielen Bereichen Arbeitgeber nicht mehr in Arbeitgeberverbänden sind. In vielen Branchen ist es auch schwierig, ist, gewerkschaftlich sich zu organisieren und da vernünftige Lohnaushandlungsprozesse nicht mehr stattfinden. Und dann haben wir Löhne von 3, 4, 5, 6 Euro. Das ist etwas, was sich Deutschland dauerhaft nicht leisten kann. Und deshalb werden wir das ändern. Jeder, der mit uns koalieren will, Herr Fuchs, muss wissen, dass das für die SPD ein ganz zentraler Punkt ist. Und nach 23 Jahren Ost-West-Unterschiede zu machen und mit den Lebenshaltungskosten zu argumentieren, ist ja ein bisschen komisch. Das sage ich Ihnen auch an dieser Stelle. Denn wenn Sie das ernst meinen, dann müssten Sie auch eine Diskussion über zum Beispiel unterschiedliche Hartz-IV-Regelsätze in Regionen Deutschlands führen. Das machen wir aber auch nicht als Gesetzgeber an dieser Stelle. Und deshalb nochmal, wir haben deutlich gemacht, dass das für uns ein zentraler Punkt ist. Da geht es uns um fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen. Es geht um anständige Lohnentwicklung, auch um ein Stück Stabilisierung des gesamten Tarifgefüges, das nach unten durchgesackt ist. Es geht übrigens auch um die Frage, wie das mit Alterssicherung und Anwartschaften ist. Wenn man sein dauerhaft im Leben Niedriglöhner ist, dann hat man mit der Altersarmut ein Problem am Ende des Tages. Und das ist der Grund, warum wir an diesem Punkt da sehr strikt sind. Wenn Herr Fuchs dann sagt, dass einfach Nein sagen zu anderen Vorschlägen nichts bringt, dann kann ich ihm das in Bezug auf die Frage der Steuerpolitik nur zurückgeben. Dann haben wir lustige Diskussionen. Uns ist signalisiert worden, dass es da Bewegung gibt. Ich nehme zur Kenntnis, dass es in der CDU sehr unterschiedliche Stimmen
zum Thema Mindestlohn gibt. Insofern gehen wir noch davon aus, dass Bewegung möglich ist. Nun hat Herr Fuchs ja gerade gesagt, dass gerade im Mittelstand er durchaus E-Mails bekommt von Arbeitgebern, die sagen, also wenn das kommt, dann kann ich meinen Laden quasi dicht machen. Wie ernst ist das denn zu nehmen? Sie haben ja ein bisschen angedeutet, dass Sie eigentlich sich eher freuen würden über einen Mindestlohn. Also ich will einen gesetzlichen Mindestlohn und zwar aus tiefer Überzeugung. Der muss einheitlich in Deutschland sein. Aber wie? Ich sage Ihnen an dieser Stelle, dieselben Diskussionen hat es in Großbritannien 1996 gegeben, als die damalige Labour-Regierung einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt hat. Am Ende des Tages gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das zur Arbeitsplatzvernichtung führt. Im Gegenteil, wir haben ein Stück fairer Wettbewerb und wir haben ein Stück Stärkung der Kaufkraft in diesem Land. Und ich glaube, das ist ökonomisch auch notwendig. Wir wollen wettbewerbsfähig sein mit unserer Industrie auf den internationalen Märkten. Das sind starke Auswärtsspiele, um es in der Fußballsprache zu sagen. Wir müssen aber auch starke Heimspiele haben. Das betrifft die Binnennachfrage, dazu gehört die Kaufkraft. Und das heißt, wir müssen durch eine solche Ordnung am Arbeitsmarkt einen Beitrag zu einer gerechteren und vernünftigen Lohn- und Gehaltsentwicklung tun, als das in den letzten Jahren passiert ist. Aber wenn man Großbritannien sich anguckt, dann ist die Arbeitslosigkeit ja nicht gerade niedrig. Das liegt doch bitte nicht am gesetzlichen Mindestlohn, das wissen wir doch auch. Das liegt daran, dass die zum Beispiel keine Industrie mehr haben in Großbritannien, das wissen Sie auch. Aber das liegt doch nicht am Mindestlohn, das liegt an einer falschen Politik, die einseitig auf Finanzmärkte gesetzt hat und nicht mehr auf Wertschöpfung, wie wir das bei Deutschland in der Industrie und im Mittelstand haben. Herr Fuchs, das wissen Sie doch. Wer war das denn, Herr Blair? Sie haben uns doch in Sie haben uns Irland und Großbritannien früher immer als volkswirtschaftliches Musterbeispiel an die Nase geführt. Ich nicht. Ja, aber Ihre FDP-Freunde und viele in der CDU auch. Wir deshalb noch mal. Aber können wir uns mal auf eins verständigen, dass die in Großbritannien wirtschaftliche Probleme haben, hängt mit dem ökonomischen Geschäftsmodell zusammen. Vielleicht können wir uns auf das verständigen, ohne dass wir da Schuldzuweisungen machen. Und dann stellen wir fest, das liegt nicht am Mindestlohn, dass die da Massenarbeitslosigkeit haben. Das liegt daran, dass die nichts mehr herstellen, auf den Weltmärkten nichts mehr Vernünftiges verkaufen. Und das ist Gott sei Dank der Unterschied zu Deutschland, dass wir dieser Mode allein auf Finanzdienstleistungen zu setzen, nicht gefolgt sind, sondern dass wir hier industrielle Wertschöpfungsketten haben, von kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu den großen Grundstoffindustrien, die wir auch unbedingt erhalten müssen. Ja, aber das scheint der zentralen, ja gar nicht. Zentralen Aufgaben dieser Koalition. Aber ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Sie haben ja eben das Thema angesprochen, dass wir so viele Aufstocker haben. Ja. Wissen Sie, wie viel aufstocken, die Vollzeit arbeiten und Single sind? Und Single. Ja. Also nicht irgendwie Kinder oder jemanden noch mitzuernähren haben. Zu 40.000. Das heißt also, von knapp 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind nur 40.000 Aufstocker. Das heißt, das sind diejenigen, die wir mit den 8,50 erreichen. Bin ich sofort mit Ihnen dabei, können wir sofort machen. Also es ist unwichtig, sagen aber, Sie. Ich möchte jetzt, ja halt, aber die arbeiten eben nicht Vollzeit oder sie haben vier Kinder oder sowas. Sie werden keinen Mindestlohn bekommen und sie werden auch mit 8,50 Euro keinen Arbeitnehmer dazu bekommen, seine Familie zu ernähren, dann müssen sie schon deutlich höher gehen. Da müssen sie 20, 30 Euro gehen. Nein, das macht ja keiner. Aber ich sage Ihnen mal, an dieser Stelle, der Zusammenhang ist folgender. Sonst wird aber die Aufstockerei nicht aufhören. Ich weiß sehr wohl, dass die Frage bei Vollzeit das eine ist, dass wir auch Leute haben, die aufstockende Leistungen haben, weil sie Teilzeit arbeiten oder einen Minijob sind. Oder Kinder haben. Das ist nicht der Zusammenhang. Aber es bleibt die Tatsache, dass 20% der Beschäftigten in Deutschland und 25% übrigens der Menschen aus Deutschland einen Stundenlohn von weniger als 8,50 € haben. Und da frage ich Sie, was ist das eigentlich für ein Bild von Menschen, die hart arbeiten, übrigens in ausgebildeten, qualifizierten Berufen? Sie tun ja immer so, als seien das irgendwelche Unqualifizierten. Sind doch überall Tarifverträge. Nein, ich sage Ihnen, ja, natürlich. Zum Teil sind das Tarifverträge, die zum Teil Löhne von 4-5 Euro in Stein gegossen also, haben. Lieber Deshalb sage ich Sie Ihnen, gehen mit mir demnächst zum Tarifarchiv der PDA. Ich habe das gerade gemacht und bin da hingegangen und habe mir die Tarifverträge von Rheinland-Pfalz flächendeckend angeguckt. Ja. Kein einziger. Ja. Der nicht 8,50 mindestens in der zweiten Stufe hat. Also wir haben jahrelang erlebt, dass zum Beispiel dieses berühmte Friseurhandwerk in Thüringen, das hat sich jetzt geändert auf Druck, das gebe ich zu, eine Lohnuntergrenze von einem Tarifvertrag von 3 Euro noch was. Ein alter Hut. Und wo sind wir jetzt? Nicht viel weiter, sage ich Ihnen an dieser Stelle. Ich sage, wir haben eine ganze Menge zu tun. Sind über 6 und wenn Herr Fuchs im Übrigen sagt, das sind gar nicht so viele, dann sage ich Ihnen, dann sind ja in der ganzen Argumentation, das würde Arbeitsplätze vernichten, dann eben auch nicht so viele. Also irgendwas kann nicht stimmen an Ihrer Argumentation. Mal. Wir reden jetzt über die neuen Bundesländer und da reden über ganz ist das ganz erheblich mehr als im gesamten Bereich Westdeutschland. Das ist so. Das ist so, aber wir haben auch es in Teilen Westdeutschland als Problem. Das ist ja nicht nur ein ostdeutscher Fakt an dieser Stelle. Und deshalb nochmal, der gesetzliche Mindestlohn ist ein Teil einer neuen Ordnung am Arbeitsmarkt. Das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Stamm- und Leihbelegschaften ist eins. Als Niedersachser sage ich Ihnen, der Missbrauch von Werksverträgen, wenn Sie an die fleischverarbeitende Industrie beispielsweise denken, ist auch etwas. Kriegen Sie mit uns schnell geregelt. Gut, dann ist ja gut. Also die Werksverträge können wir sofort drüber reden. Ja. Das Missbrauch
nicht in Ordnung ist. Was mit der Leiharbeit? Bei der Zeitarbeit bin ich dafür, dass wir nach einem bestimmten Zeitpunkt Equal Pay machen, ja. Aha, gut. Was mit Mitbestimmungsrechten der Betriebsräten? Was, also wir könnten jetzt Koalitionsverhandlungen... Das hört sich doch schon gut an. Wir sind da gern dabei. Ja, also, ich halte auch nichts davon, dass eine Firma Leiharbeitnehmer oder Zeitarbeitnehmer gut. 5 Jahre lang beschäftigt gut. und die anders bezahlt. Wobei man natürlich sagen muss, ökonomisch habe ich das sowieso nie verstanden. Denn die sind ja ist ein Fortschritt, aufgrund des Aufschlages... Da ist ja 4 Jahre nichts passiert. Nee, insofern ist das ganz gut. Da ist mit mir drüber zu reden. Da finden gut. wir eine Lösung. Also doch noch versöhnliche Töne nach diesen vielen Unterschieden zum Thema Mindestlohn. Das ist ja schon mal ein Schritt. Ich würde gerne so ein bisschen die 10 Punkte, die Sie gestern ja auch verabschiedet haben, abarbeiten. Herr Fuchs, Angleichung Rentensysteme in Ost und West. Was ist da mit der CDU zu machen und wie teuer wird das Ganze denn? Das Ganze ist eben erstmal eine Frage an den Rentenversicherungsträger. Das muss gerechnet werden. Und ich will erstmal Zahlen haben, bevor ich da jetzt irgendwelche Prognosen stelle, können wir uns das leisten. Wir haben ja auch selber Vorstellungen. Wir haben zum Beispiel einen Punkt, den ich nie verstanden habe. Das wird Sie vielleicht erstaunen. Aber irgendwann, ich glaube im Jahr 93 oder sowas, hat Norbert Blüm damals die Rentenerhöhung für Frauen, die Kinder haben, mit bestimmten Rentenpunkten zusätzlich gemacht. So. Und alle, die vor 92 ihre Kinder bekommen haben, profitieren davon nicht. Und wir, das war in meinen Augen, ja gut, das war eine stichtagsbezogene Regelung, wie das so häufig in der Politik gemacht wird, aber also gerecht ist er nicht. Ja. Mhm. Denn der Unterschied zwischen einem Kind, was am 1. Januar 92 geboren wurde und eins, was am 31.12.91 geboren wurde, erklärt sich mir nicht. Aber es war so. Und deswegen, das ist ein Thema, was wir schon seit ewigen Zeiten in der CDU diskutiert haben, weil wir gesagt haben, diese Mütter müssen irgendwann mal gleichgestellt werden. Das ist aber sehr teuer, das wissen wir. Weil natürlich das Gros der Kinder vor 92 geboren ist. Leider hat es ja danach nicht mehr so ganz so viele gegeben. Das wollen wir jetzt auch angehen. Auch das muss gerechnet werden. Und das Ganze steht aber bei uns in unserem Programm grundsätzlich unter Finanzierungsvorbehalt. Denn eins ist unsere Maxime. Wir wollen nicht mehr neue Schulden haben. Es muss Schluss sein mit Politik nach dem Motto Kinder haften für ihre Eltern oder die Enkelkinder auch noch. Es muss aufgehört werden, ständig in Neuverschuldung zu gehen. Und wir müssen es endlich schaffen, bei den höchsten Steuereinnahmen, die dieses Land jemals hatte, die noch ansteigen, und die werden im nächsten Jahr, Gott sei Dank, da können wir uns ja drauf freuen, deutlich ansteigen. Und auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden wir innerhalb dieser Wahlperiode von heute 600 so und so viel Milliarden Einnahmen auf fast 700 kommen. Und es muss endlich mal eine Politik gemacht werden, die dazu führt, dass die Einnahmen den Ausgaben angepasst werden. Die Einnahmen dürfen aber nicht mehr gesteigert werden, sondern wir müssen damit auskommen, was wir jetzt haben. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Okay. Und das wollen wir ändern. Dazu kommen wir gleich noch mal heil. Stichwort Rentensystem. Herr Fuchs hat gerade gesagt, bei der CDU steht das unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wie wichtig ist Ihnen dieser Punkt und wie sehr steht das bei Ihnen auch unter einem Finanzierungsvorbehalt? Also ich sage mal, bei aller Freundschaft, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der Union und uns, was das Regierungsprogramm betrifft. Das werden wir jetzt in Verhandlungen erleben. Die Union hat eine ganze Menge Versprechungen gemacht im Wahlkampf, die finanzwirksam sind. Aber alle unter Finanzierungsvorbehalt? Ja, genau. Sie haben gesagt, alle. Sie haben alle möglichen Versprechungen gemacht und haben einen Finanzierungsvorbehalt gemacht und nicht gesagt, wo das Geld herkommt. So, das wird jetzt ein Problem an der einen oder anderen Stelle. Ich sage Ihnen, wir sind an einem einer Meinung. Wir haben Schuldenbremsen im Grundgesetz für Bund, Länder und Sozialversicherungskassen. Haben wir ja gemeinsam gemacht. Ja, die müssen eingehalten werden, weil wir nicht so abhängig werden von den Launen der Finanzmärkte wie andere Staaten und weil wir nicht zulassen können, dass wir immer weniger Handlungsspielraum auch für nachfolgende Generationen haben. Jetzt wird es aber ein bisschen lustig. Ich sage Ihnen, da geht es nicht nur um Staatsschulden. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir die Sozialversicherungskassen einfach mal plündern können. Und wenn man dann also Leistungsverbesserung will, und beim Thema Mütterrente, diese Ungerechtigkeit, die die Kohl-Regierung damals eingeführt hat, ist eine Willkür, die muss man beseitigen, das kostet sehr viel Geld, da muss man eine Konsequenz draus ziehen. Man darf dann nicht mehr die Rentenkasse, was die Beitragsentwicklung betrifft, so an die Wand fahren, dass wir wieder in Defizite laufen. Wissen Sie, als wir 98 die Rentenkasse übernommen haben, da war es so, dass zum Teil die Rentenkasse sich auf dem Kapitalmarkt Geld leihen musste, um stabil zu bleiben. Und deshalb kann man nicht einfach ein paar Prozentpunkte Beitragssenkungen machen oder ein paar 0,Prozentpunkte, sondern wir brauchen dann sowas wie eine Demografiereserve. Also für uns ist die Frage Vermeidung von Altersarmut ein ganz zentrales Thema. Da sage ich ganz offen, das fängt an erstmal in der Ordnung am Arbeitsmarkt. Denn die Altersarmut ist immer das Ergebnis von Erwerbsarmut, von Langzeitarbeitslosigkeit oder schlechter Lohnentwicklung. Und wir haben jetzt ein paar Dinge, über die wir reden müssen im Rentensystem. Das eine ist, das war bei der Union ja ansatzweise auch da, die Frage, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, auch
abschlagsfrei in Rente gehen kann. Nicht erst mit 65, sondern schon früher. Das ist eine Frage von Lebensleistung. Wie ich finde, eine Fairness-Geschichte im Sinne von flexiblen Übergängen. Die Frage des Zugangs zu Erwerbsminderungsrenten ist ein wesentliches Thema. Dass Menschen, die ein Leben lang gebuckelt haben, aber irgendwann so kaputt sind, dass sie nicht mehr können körperlich, nicht die Gekniffenen sind. Das sind für uns wesentliche Themen. Da haben Sie recht, muss man darüber reden, wie man es finanziert. Das geht nicht auf Pump, aber ich prognostiziere Ihnen, das geht nicht, indem wir dann die Versicherung einfach mal plündern und dann einfach sozusagen wieder ins Defizit laufen lassen, weil wir wollen ja auch, dass die übermorgen noch stabil sind. Es gibt an aber einem verzichten Punkt, wollen Sie auf die Themen auch nicht? Nein, wir verzichten nicht auf diese Themen. Wir haben ja Finanzierungsvorschläge gemacht. Das ist der Unterschied. Wir haben uns damit nicht im Wahlkampf durchsetzen können. Aber das wird jetzt bei den Verhandlungen noch mal ganz interessant. Wenn wir Gemeinsamkeiten haben auf der Ausgabenseite, bei Investitionen beispielsweise, sagen beide Parteien, wir müssen mehr in Verkehrsinfrastruktur investieren. Als Wirtschaftspolitiker wissen wir, die Verkehrsinfrastruktur, auch die wirtschaftsnahe, die ist am Verrotten in diesem Land. Wir müssen eine ganze Menge investieren in Brücken, die zerfallen. Beispielsweise der Nord-Ostsee-Kanal, der gesperrt werden musste. Wir haben gleichzeitig mehr in Bildung zu investieren. Das sagt auch jeder Politiker in Sonntagsreden. Wir beide sind Fan der steuerlichen Forschungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen. All das kostet Geld, man darf es nicht auf Pump machen. Deshalb werden wir miteinander diskutieren, wo das Geld hernehmen. Und da sage ich, Herr Fuchs, vorsichtig an der Bahnsteigkante. Wir haben eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung im Moment und eine ganz gute Prognose fürs nächste Jahr. Wir haben also konjunkturell Steuermehreinnahmen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht strukturell konjunkturelle Einnahmen verplanen, wenn es mal wieder schlechter läuft, ins Defizit laufen. Wir machen deshalb eine gute Politik, dann läuft es nicht schlechter. Ja, das ist aber so ein Sonntagssatz. Ich sage Ihnen, das muss man im Blick haben. Und deshalb sage ich Ihnen, man kann nicht alles versprechen, sagen Finanzierungsvorbehalt, sondern muss man sich überlegen, ob das, was man zugesagt hat von der Wahl, auch finanziell darstellbar ist. Und das betrifft die Beitragssatzentwicklung an ein paar Punkten. Ich bin zum Beispiel an einem Punkt, das wird mit den Wirtschaftspolitikern der Union recht haarig, der Meinung, dass wir sogar ein bisschen einen Sozialversicherungsbeitrag erhöhen sollten. Ich sage Ihnen, wo? Im Bereich der Pflege, Herr Fuchs. Oh, halt, ich sage Ihnen an dieser Stelle, wenn es darum geht, zum Beispiel demenzkranke Menschen besser zu versorgen, die Menschen, die in der Pflege hart arbeiten, anständiger zu bezahlen, dann wird diese Gesellschaft in einer älter werdenden Situation mit mehr pflegebedürftigen Menschen allein aus Gründen des Anstands die Menschen besser bezahlen müssen. Da war das mit dem Pflegebar aus der letzten Legislaturperiode eben nicht die Lösung bei Pflege. Um ein Beispiel zu nennen, dass wir tatsächlich, da muss die Union auch mitmachen, trotz aller Versprechungen keine Steuern und Abgaben erhöhen. An diesem Punkt wird es eine Abgabenerhöhung geben, sonst läuft das Pflegesystem endgültig gegen die Wand. Das ist ein Stück Ehrlichkeit, was man dann auch einräumen muss. Ja, wir haben es ja immerhin geschafft, in dieser Legislaturperiode dafür zu sorgen, dass die Rentenversicherung endlich mal wieder vernünftige Reserven hat. Ja, das war ich erinnere mich ja auch noch an die Zeit, als das 2005 war, dass Sie Kassen nach Kassenlage die Rente Was haben Sie denn aus der Bundeskasse, aus dem Bundeshaushalt Gelder rübergeschoben in die Rente. Ja, das haben wir geändert. 16 Jahre mittlerweile, ja gut, wir haben die Arbeitslosensituation verbessert. Ja, Gott. Wir haben Gott sei Dank 2,5 Millionen weniger Arbeitslose als Herr Schröder. Habe ich ja nicht gesagt. Aber das, als Schröder aufgehört hat, hatten wir 5 Millionen. Jetzt haben wir um die 2,6, 2,7. Herr Fuchs, da waren Sie schon mal fehlend. Das hat auch was mit unseren Strukturreformen zu tun. Ich bin ja doch gar nicht fertig. Wenn Sie mich ausreden lassen, hätte ich Sie ja sogar gelobt. Aber wenn Sie Eigenlob machen, werden Sie nicht gelobt. Fragen Sie mal weiter. Also, wenn ich das noch kurz zu Ende sagen darf. Die Situation ist jetzt da. Wir sind in einer positiven Situation. Die Rentenkassen sind so gefüllt, dass wir rechtlich verpflichtet sind, zum 1. Januar den Rentenversicherungsbeitrag runterzubringen. Denn wir sind bei mehr als 2 Monatsreserven. Da sage ich Ihnen ganz vorsichtig. Wir wissen alle, Sie sagten ja gerade, ich soll fragen. Aber Fuchs, tue ich das jetzt auch? An diesem Punkt, wir haben, die Demografie kommt erst noch. Der veränderte Altersaufbau wirkt sich jetzt am Arbeitsmarkt aus und auch in den sozialen Sicherungssystemen. Das betrifft Pflege, das betrifft auch Rente. Und dann sage ich Ihnen, muss man ganz vorsichtig sein, jetzt um sich einen schlanken Fuß zu machen, Beiträge zu senken, weil wir werden diese Reserven brauchen. Und was mit uns nicht zu machen ist, dass Sie wieder die Rentenkasse auf Verschleiß fahren und wir am Ende des Tages das Ganze mit sozialen Kürzungen im Rentenbereich beantworten werden. Das wird mit der SPD nicht zu machen sein. Ich weiß auch noch nicht, wie das zusammenpassen soll, dass Sie einerseits sagen, zum Beispiel die Mütterrente müsse kommen für diejenigen. Das kostet natürlich alles, das belastet die Rentenkassen natürlich auch. Das ist eine versicherungsfremde Leistung, da muss man drüber nachdenken. Und da muss man drüber nachdenken. Okay, also, da sind wir sind uns, glaube ich, einig, dass es möglich ist, dass es eine Beitragserhöhung zumindest bei der Pflege geben kann. Und jetzt kommen wir doch mal zu dem Thema Steuern, wo Sie gesagt haben, also mehr Steuern, Einnahmen sind eigentlich essentiell aufgrund der Ausgaben, die wir haben im Bereich Bildung, im Bereich Infrastruktur und so weiter. Wie essentiell ist das denn für die SPD, diesen Punkt auch durchzusetzen bei den Verhandlungen? Also ich habe immer gesagt, für uns sind Steuererhöhungen kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu ärgern, sondern es geht um die Frage, an welchen Punkten müssen wir in diesem Land den Haushalt in Ordnung bringen. Das betrifft die Ausgabenseite. Da sind wir uns einig. Man muss mit dem vorhandenen Geld versuchen, so umzugehen, dass man kein Geld verschwendet.
Da gibt es jetzt zig Beispiele, wo wir auch über Subventionen reden müssen. Ja, da gibt es ein paar, zum Beispiel das Betreuungsgeld. Das ist aus meiner Sicht eine fehlgeleitete, auch ökonomische Situation. Wir haben diese komische Geschichte bei der Mehrwertsteuer bei den Hotels erlebt und so weiter und so fort. Es gibt auch ein paar, die uns wehtun würden. Aber erstens ist, wir reden über Haushaltsdisziplin auf der Ausgabenseite. Dann gucken wir uns die Einnahmeseite an und die Aufgaben. Und wenn ich die Aufgaben mir angucke, dann wird mir an einigen Punkten für Bund, Länder und Kommunen, und wir reden ja nicht nur über die Bundesebene, ein bisschen schummerig. Wir wissen, wir müssen massiv mehr in Bildung investieren, damit dieses Land gerechter wird und wirtschaftlich auch erfolgreich bleibt. Es geht um Qualifikation. Wir wissen um den Zustand unserer Infrastrukturen und wir wissen, dass unsere Kommunen handlungsfähig sein müssen beispielsweise und viele Städte und Gemeinden am Rand sind. Die wollen eine Entlastung beispielsweise bei Sozialleistungen, die Eingliederungshilfe. Ja, haben das ja gemacht. Ne? Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben sie gemacht im Bereich der Grundsicherung im Alter. Das haben wir gemeinsam gemacht. Aber jetzt kommt die Frage, wie ist das mit den Eingliederungsmitteln für Menschen mit Behinderung? Das klingt nach einem kleinen Punkt, ist aber dadurch, dass immer mehr behinderte Menschen Gott sei Dank länger leben und aufgrund der Tatsache, dass auch geistig behinderte Menschen heute ins Rentenalter kommen, weil die nach dem Krieg geboren sind, Gott sei Dank heute noch leben. Davor sind die von den Nazis ermordet worden. Ein Ausgabenposten oft im kommunalen Bereich. Und deshalb sage ich, wenn ich einen Strich drunter mache und weiß, wir müssen mehr investieren in Bildung, in Infrastruktur und Kommunen. Wir wollen gleichzeitig ja keine großen Sozialkürzungen machen. Das haben wir ja bei den Sondierungsgesprächen gesagt. Dann muss man sagen, reicht das Geld? Da sagt die Union, das geht ohne Steuererhöhung, das können wir mit guter konjunktureller Entwicklung. Dann wollen wir das mal durchrechnen miteinander. Exakt. Wir haben da unsere Zweifel und wir haben gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn Spitzenverdiener in diesem Land auch ein bisschen stärkeren Beitrag leisten. Wir haben eben über Pflege geredet, wo wir über die Einnahmeverbesserung reden müssen, sonst wird das System gegen die Wand führen. Und diese Rechnung werden wir jetzt miteinander aufmachen. Wie kriegt man all die Zusagen, die die Union ja auch im Wahlkampf gemacht hat, eigentlich finanziert? Oder waren das nur Dinge, wo man gesagt hat, wir sagen das mal im Wahlkampf, aber am Ende wissen wir, das geht gar nicht? Oder meinen wir es ernst? Und ich sage an diesen vier Punkten, die ich genannt habe, mehr Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, Handlungsfähigkeit der Kommunen und eben die Frage im sozialen Sicherungssystem bei Alter, das kostet Geld. Das kostet alles viel Geld. Das muss man am Ende miteinander ehrlich machen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie am Endeffekt da ohne Steuererhöhung rauskommen? Also ich will erst mal wissen, das ist so typisches unternehmerisches Denken. Wenn ich weiß, dass ich kein Geld habe, dann kann ich es nicht ausgeben. Aber ich fange jetzt erst mal an zu rechnen, ja, was meine Investitionen, die ich ja durchaus zu großen Teilen mit Herrn Heil teile, kosten würden. Und dann will ich mal gucken, wo im Haushalt denn unter Umständen Einsparungsmöglichkeiten sind. Herr Heil hat ein paar genannt, aber mir fallen auch direkt ein paar ein. Wir könnten zum Beispiel mal darüber nachdenken, warum wir immer noch 1,8 Milliarden in die Kohleförderung reintun, die nicht mehr gebraucht wird und. Es gibt genügend Beispiele in ganz Deutschland, wo Geld ausgegeben wird. Und was mich ärgert, natürlich, es gibt tolle Sachen. Und wir könnten über alles Mögliche diskutieren. Dazu sind aber jetzt die Verhandlungen da. Und meiner Meinung nach muss unser Wille aber sein, nicht die Menschen stärker zu belasten, nicht schon wieder zu sagen, wir nehmen euch mehr Geld ab, weil wir es nicht schaffen, uns mit dem Geld, was wir im Haushalt haben, mit dem Geld zurechtzukommen. Das muss aber unser Ziel sein. Wir müssen mit dem Geld, was wir haben, auskommen. Das muss nebenbei jeder Haushalt auch. Wenn ich persönlich nicht mehr Geld habe, dann muss ich gucken, wo ich einsparen kann. Also dann zu sagen, aber gut, jetzt muss mir irgendeiner mehr Geld geben. Das ist ja die einfache Methode, die die Politik hat. Neben sagt so, jetzt nehmen wir es den Bürgern ab. Da bin ich dagegen. Ich will das nicht. Angesichts der sehr fortgeschrittenen Zeit muss ich hier jetzt noch mal einschreiten, auch wenn Sie darauf gerne jetzt antworten wollen. Ich würde auch gerne noch viele andere Themen ansprechen, denn es gibt ja viele Themen, die in den nächsten Wochen bei Ihnen da auf der Agenda stehen. Aber angesichts, wie gesagt, der fortgeschrittenen Zeit würde ich Sie einfach zum Schluss der Sendung gerne fragen, was glauben Sie, wie stabil ist denn so ein solches Bündnis für die nächsten 4 Jahre? Das werden wir erst wissen, wenn wir Koalitionsverhandlungen beendet haben. Weil es tatsächlich darum, die Stabilität ergibt sich ja aus 2 Dingen. Erstens, dass Menschen sich vertrauen, dass Verträge, die gemacht werden, eingehalten werden. Das ist wie im Leben auch, wie im Wirtschaftsleben auch. Die Frage, ob man auch in der Politik sowas wie Handschlagsqualität hat oder ob man sozusagen etwas verhandelt und am Ende versucht, sich auszutricksen. Das ist die eine Voraussetzung. Das andere ist die Frage, ob man eine inhaltliche Grundlage hat, die trägt. Da kann im Koalitionsvertrag nicht jedes Gesetz im Detail drinstehen, das ist die Aufgabe von Gesetzgebern, aber es müssen Leitplanken drinstehen, die tragen. Und das hat es bei Schwarz-Gelb aus unserer Sicht nicht gegeben. Vieles, was im Koalitionsvertrag 2009, wenn Sie sich reingucken, zwischen CDU und FDP abgeschlossen wurde. Das ist deshalb nochmal. Deshalb ist es die Frage, trägt das inhaltlich? Und gibt es eine Atmosphäre miteinander, dass man sich verlassen kann, bei allen politischen Unterschieden. Wenn das erfüllt ist, wenn unsere Überzeugungen sich da wiederfinden, wenn die Union das Gefühl hat, dass ihre Überzeugungen da sind, dass man einen Willen zur Zusammenarbeit hat. Wir haben gesagt, gestern auf dem Konvent, wir haben ehrlichen Willen, die aufzunehmenden Verhandlungen zum Erfolg zu führen. Man verhandelt nicht auf Scheitern.
Aber es kann sein, dass es scheitert, wenn wir das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge, die bei den Sondierungen Bewegung gezeigt haben, nicht da sind. Oder wenn es inhaltlich nicht zusammenpasst. Und da habe ich keine Angst vor nichts, das sage ich Ihnen auch. Sondern wir werden diese Verhandlung führen. Und ich bin der Meinung, dass wir die Verpflichtung haben, aus Staatsräson eine vernünftige, stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Schon deswegen, weil wir erhebliche Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode haben werden. Stichwort Europa und was da alles auf uns zukommt. Es gibt auch noch alle möglichen anderen Szenarien, die man sich gut vorstellen kann. Unsere Aufgabe ist es, zumal wir so eine riesige Mehrheit haben, eine vernünftige Regierung zu bilden und dafür zu sorgen, dass wir die Probleme, die Deutschland hat, vernünftig angehen, aber ohne die Bürger immer mehr zu belasten. Dafür, dass Sie beide mir am Anfang gesagt haben, dass Sie also hier überhaupt nicht übereinander herfallen können und schon die große Koalition hier quasi üben wollen, war das aber sehr kontrovers. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich denke, da wird in den nächsten Wochen noch sehr viel zu verhandeln sein. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuschauen.